damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von World of Warcraft Battle for Azeroth. Mein Name ist Rotmec und wir sind in den Zangermarschen unterwegs auf der Scherbenwelt. Und zwar haben wir letztes Mal jede Menge Quests erledigt. Wir haben geschlachtet, wir haben gesammelt, wir haben getötet, wir haben gesammelt, wir haben getötet und noch mehr gesammelt. Und jetzt wollen wir die ganzen Quests mal abgeben und mal schauen, wie es weitergeht hier in den Zangermarschen. Und ich gehe mal davon aus, wir werden auch Level 67 erreichen heute. Ja, wahrscheinlich gerade mit den Quests auch, die wir hier abgeben. Denn da sollte es jede Menge Erfahrungspunkte geben. So, wir beginnen also mit Ikeyan, der uns beauftragt hat, hier den Stamm der seltsamen, ja, ich sag mal, der, ne, wie wollen wir das jetzt nett umschreiben, ja, der anders aussehenden Wesen zu töten, ja, diese komischen. Gut, wir schauen mal, was er zu sagen hat. Was wollt ihr, Fremder? Danke, Rotmec. Endlich werde ich nachts ruhig schlafen können. Wäre ich nicht so alt und schwach, würde ich mich selbst mit meinen Feinden auseinandersetzen. Nehmt dieses Gold. Es ist nicht viel, aber eure Freundlichkeit darf nicht unbelohnt bleiben. Jo, nehme ich gerne. 3,50 Gold. Ist jetzt nicht wahnsinnig viel, aber wir nehmen's, ne? Und er hat eine Folgequest. Bald nachdem ich dem Umbrafeen-Stamm entkommen war, habe ich mich in einer Höhle südlich des Dorfes verkrochen. Ich hatte ja keine Ahnung, dass die Tiere der Marsche und die Sporenmänner sich um die Höhle stritten. Ich musste sehr plötzlich von dort fliehen und eine Kiste mit meinem weltlichen Besitz zurücklassen. Es grenzt schon an Ironie, dass ich mit meinem ganzen Hab und Gut aus Umbrafeen entkommen konnte, nur um es so bald darauf wieder zu verlieren. Wenn ihr mir meine Sachen wieder bringen könntet, würde ich euch etwas aus meinem persönlichen Besitz schenken. Seid ihr einverstanden, Rotmec? Was würdest du mir denn schenken? Eine Brustrüstung? Oder bin ich einverstanden? Tschüss. Dann mache ich das doch. Tschüss selber. So, Laurana Tarvel. Friede sei mit euch. Ja, mit dir auch ein bisschen, ne? Pflanzen der Zangermarschen. Habt ihr ein paar Pflanzenteile gefunden, Rotmec? Ja, 10 Stück, hier. Das Abnehmen der natürlichen Artes ist ein Grund zur Sorge. Die Zunahme der eingewanderten Arten könnte mir mit der neuerlichen Störung des Ökosystems zusammenhängen. Ich habe jedoch noch zu wenig Anhaltspunkte, um genaueres zu sagen. Laurana macht ein paar Notizen in ein Buch, als sie die Pflanzenteile untersucht. Nehmt ein paar davon, Rotmec. Sie könnten vielleicht nützlich für euch sein. Bringt mir alle weiteren Pflanzenteile, die ihr finden könnt. Ich werde sie in meinem Statistik auflisten. Jo, dann haben wir hier ein Paket mit unbekannten Pflanzen. Inventar ist voll. Inventar ist voll, Freunde. Da ist nicht zu spaßen mit. Die will nur eine Quest abgeben. Wir müssen mal ganz kurz hier, ne? Bisschen Platz machen hier in unserem Inventar. Das können wir brauchen, das können wir nicht brauchen. Das können wir brauchen, brauchen, nicht brauchen. Brauchen, brauchen, brauchen. Nicht brauchen, nicht brauchen. Brauchen wir. Ja, Brief brauchen wir immer. So, das Schwert weg. Da, was ist das? Dämonenhautleder? Speziell. Brauchen wir natürlich. Trank der Wasseratmung werden wir wahrscheinlich auch gleich abgeben. Wir haben, unbekannte Pflanzenteile. Nicht zu wenig. 39 Stück. Heißt, wir können da jetzt gerade ein paar mal abgeben wahrscheinlich. Ja, bumpel, 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 bumpel. Rotmec ist zurück und holt sich jetzt seine Pflanzenteile ab. Danke. So, Rettung des Sporlocks. Ikeyan hat mir erzählt, was ihm in diesen Höhlen widerfahren ist, und ich finde es einfach nur schrecklich. Wisst ihr, vielleicht sollten wir diesen armen Sporlocks helfen? Ikeyan sagte, dass sie dort in der Fungushöhle leben, aber die Marschenbestien sind kürzlich dort eingefallen. Warum geht ihr nicht dorthin und schaut, dass ihr ein paar von diesen Marschenbestien erledigt? Die Höhle ist ganz nah im Südwesten.
Oh, können wir machen, ne? Für diesen Helm. Oh, mit Sockeln. Ja, unser erster Gegenstand mit Sockeln dann wahrscheinlich. Nehmen wir natürlich gerne an. So, Pflanzenteile. Könnte ich wieder 10 abgeben und kriege dann nochmal so ein Paket. Was ist in diesen Paketen drin? Da sind Pflanzen drin. Essbares Farn. Gemeine Blume. Einfach nur Müll ist da drin. Ich gebe es nochmal ab. Gibt zumindest Punkte bei Szenarios. Okay. Gibt Punkte bei Szenarios und einfach nur Müll. Ich behalte die noch auf, denn ich denke mir, ich werde die Pflanzenteile dann, wenn wir High-Level sind und ich dann den Ruf überall hochbringen will, werde ich zuerst mit Instanzen das so hochbringen, wie es halt geht. So weit hochbringen, wie es halt geht. Und danach kann ich mit diesen Pflanzenteilen vielleicht noch die letzten Punkte gut machen. Also ich behalte die und werde die dann per Post mir schicken. Aber erst einmal machen wir da ein bisschen Platz wieder. Wir können auch mal ein bisschen Sachen verschicken, ne? Ich schicke da mal an den guten Rotmack, ja. Machen wir jetzt auch mal onscreen, nicht immer nur offscreen. Könnt ihr das auch mal sehen, wie das so funktioniert, ne? Das mit dem Schicken. an Rotmack schicke ich den ganzen Müll und der wird das dann in die Gilden, in die Gildenbank legen. Wo dann auch alle sich daran bedienen können, die halt in der Gilde drin sind. So. Gut, das wird mal geschickt. Dann habe ich ja auch wieder ein bisschen mehr Platz. Was prinzipiell auch nicht verkehrt ist. Das können wir auch wieder alles schicken. Das brauchen wir auch nicht momentan hier. Das ist sowieso was für meinen Schurken. Heiltrank. Komm, ich schicke das auch mal mit. Denn weg ist weg, ne? Und was weg ist, das müssen wir... Darum müssen wir uns nicht mehr kümmern. Natürlich auch schön. So, Hurtigkeitstrank, kommt auch mal in die Gildenbank. Bärensteaks, 6000, halt der, ja. Ist eine Hausnummer. Peonschlaftrank, benutzen ein stark alkoholisiertes Getränk. Ah, brauche ich nicht, werde ich aber dann wegschmeißen einfach. So, an Rotmack. Ihr seht, ich habe einige Rotmacks gespeichert. Dann gehen wir da rein und ich gebe hier auch noch was ab. Und zwar verkaufen wir diesen Wein. So, den Rest können wir jetzt hier. So. Viel Glück. Alles gut, alles fein. Hier noch das Rezept lernen, damit ich auch was kochen kann, ne? So. Das war's. Wir machen aber weiter. Also wir machen weiter da hinten. Ich kann nur eine Quest annehmen, habe ich gesehen. Also werden wir hier noch weitermachen. Und zwar Windruferin Schwarzhuf. Mögen euch die Winde leiten. Ihr habt euch das Vertrauen der Expedition des Szenarios verdient, Rotmack. Es ist an der Zeit, dass ihr euch mit den Urtummen unterhaltet, die sich unserer Sache angeschlossen haben. Ashien und Keleth. Und um ihre Segen bitten. Aha, die beiden ansprechen und um ihre Segen bitten. Okay. Das Zeichen eines Urtums zu tragen bedeutet große Macht. Je höher euer Ansehen bei uns steigt, umso wertvoller wird dieser Gefallen werden. Geht, Rotmack, und bittet die Urtume um ihren Segen. Mach ich natürlich. Während eurer Reise habt ihr vielleicht ein paar der Behüter der Expedition getroffen. Sie kümmern sich hauptsächlich um die Feldstudien, das heißt die Dokumentation der einzigartigen Bewohner der Marschen, das Sammeln von Proben und die Kontaktaufnahme mit den vernunftbegabten Arten. Die Sicherheit der Behüter ist von äußerster Wichtigkeit, Krieger. Wir mussten die Behüter, die sie aufgemacht haben, die sich aufgemacht haben, um die Fungorhöhle im Süden zu erkunden, wegen Angriffen von Sumpfmonstern zurückrufen. Aufseher Hammut ist der Meinung, dass wir ihre Angriffe ein schnelles Ende machen können, wenn wir ihren Anführer Lord Clark töten. Willst du mir damit sagen, dass ich Lord Clark töten soll? Dann frag mich doch einfach. So, Ashien ist da und der wird mir hier jetzt mal einen Segen geben. Die Natur bevorzugt jene, die bereit sind, ihre Geheimnisse zu erlernen, Rotmack. Gewährt mir euer Mal, weises Urtum. Mal der Lehre. Das heißt, hier, ihr tragt das Mal Ashayens.
des Schaden und Heilung durch euren Zauber 30 Minuten lang um 14 erhöht, solange ihr den Zangerwaschen seid. Ja, das ist ja schön, aber das bringt mir nichts, weil ich zaubere ja nicht, ne? Ich bin ja ein Krieger. Und Krieger, die zaubern nicht. Hat man so mal gelernt, ne? In der Schule. So, und dann schauen wir mal, hier ist der zweite Urtum des Krieges, Keleth. Die Natur ist eine starke Macht, Ork. Jene, die versuchen, sie zu bändigen, haben dies nie dauerhaft geschafft. Mächtiges Urtum, bitte gewährt mir euer Mal. Und das ist, trägt das Mal Kelevs. Alle Primärwerte 30 Minuten lang um 14 erhöht, wirkt nur in den Zangerwaschen. Na dann, danke. Ah, ich habe euch erwartet. Ihr seid zurück. Habt ihr den Segen der Uralten erhalten? Ja, habe ich. Mögen die Vorfahren euch schützen. Habe ich. Sehr schön. Dann gehen wir hier mal zu Hamet. Hamut, nicht Hamet, er heißt Hamut. Wie kann ich euch helfen? Ja, in ganz vielen Belangen. Ich mochte schon die Naga in Azeroth nicht, aber die hier mag ich noch viel weniger. Es ist eine Schande, dass unsere Mission nicht friedvoll verlaufen konnte, aber ihr werdet mich niemals auch nur eine Träne für einen Naga vergießen sehen. Hier ist eure Belohnung, Rotmak. Und da haben wir neue Schulterplatten gekriegt, die eine Stärke, zwei Rüstung und zwei Ausdauer mehr haben als die bisherigen und deshalb angezogen. Wow. Okay, ja, oh, ja, nicht so. Ich bin ein bisschen nah dran hier. Ein bisschen zurück. Wir wollen uns die mal anschauen. Die sehen doch gut aus. Das ist ein Krieger, Freunde. So sieht das doch toll aus. Viel besser als die alten. Weiter geht's. Ich wette, die Blutschuppen überlegen es sich nun zweimal, bevor sie unser Speer nochmals angreifen. Nehmt dies als Belohnung, Rotmak. Ihr habt es euch verdient. Ein paar Stiefel. Danke dafür, die sind aber nicht besser als die bisherigen, werden also verkauft werden. Schön euch wiederzusehen, Rotmak. Wie läuft die Jagd nach den Naga? Na, gut. Gut gemacht, Rotmak. Beruhigt eure schlechtes Gewissen, falls ihr eines haben solltet. Diese Naga sind böse Kreaturen, noch viel böser als die in Azeroth. Ja, und dann kriegen wir hier flüchtiger Heiltrank, 812 Gesundheit wiederherstellen. Der Trank hier macht 1160, also nicht wirklich der Wahnsinn, aber wir nehmen sie trotzdem. Dankeschön, sag ich da, und wir fliegen runter, verkaufen den ganzen Scheiß, den wir nicht mehr brauchen. Was ist denn das da? Bauplan, brauchen wir nicht. Verkaufen und auch das, da können wir verkaufen, brauchen wir ja nicht unbedingt. So, kaufen können wir uns hier nichts Neues, nichts Schlaues und abgeben können wir hier eigentlich auch nichts mehr. Hier oben können wir noch was abgeben, machen wir auch. Hallo. Gut, aus dem Gleichgewicht geraten. Jetzt, da ihr die Anzeichen der Unausgeglichenheit mit eigenen Augen gesehen habt, achtet bei euren weiteren Reisen darauf. Danke. Er hat zwei neue Quests. Es müssen wichtige Forschungen bezüglich der Ökologie der hiesigen Lebewesen betrieben werden. Besonders bei den Sporlingen und den Sumpflords der Marschen. Und vertraut mir, wenn ihr euch einmal mit diesem Thema befasst habt, werdet ihr die Arbeit faszinierend finden. Sucht Behüterin Lesa O im Wachposten des Szenarios im westlichen Teil der südlichen Marschen. Folgt dem Pfad nach Westen, dann werdet ihr sie sicher finden. Sie ist manchmal etwas übereifrig, aber lasst euch davon nicht abschrecken. Oh, und hütet euch vor ihrer Katze. Okay, die Katze wird wahrscheinlich gefährlich sein, ja. Wir haben schon eine Weile nichts mehr von den Ruinen des Szenarios-Dickichts in den Wäldern von Terrorka gehört. Ich möchte, dass ihr dort hinübergeht und nachschaut, was los ist. Es gibt viele Wege dorthin, aber der kürzeste führt den Weg nach Süden entlang. Biegt die Straße nach Osten von Shadrath ab, wenn ihr im Wald seid. Schweine.
Ja, werden wir machen, natürlich, kleiner Mann. So, und da Iziel die Göttin segne. Hat auch noch zwei Quests, die sie uns abnehmen will. Die Naga stecken dahinter, aber warum? Eure Schilderungen zufolge sind die Dampfpumpen für das Sinken des Wasserspiegels in den Marschen verantwortlich. Egal, dies erklärt ihr offensichtliche Feindseligkeit uns gegenüber. Lasst uns keine Zeit verschwenden, ihr müsst eure weitere Aufgabe für uns erledigen. Ja, machen wir. Wir müssen genau herausfinden, wie weitreichend die Aktivitäten der Naga wirklich ist und entsprechend reagieren. Jedes Wasservorkommen in den Zangermarschen zu untersuchen wäre ein sehr zeitaufwendiges Unterfangen. Wenn ihr mir gestattet, werde ich meine Magie benutzen, um euch in eine Gestalt zu verwandeln, die euch das Erkunden der Marschen leichter machen wird. Haltet dieses Amulett über den Balkon in meiner Nähe. Wenn ihr bereit seid, ich werde euch zurück in Sicherheit führen, wenn wir fertig sind. Mögen euch die Sterne leiten. Okay. Und? Ihr habt einen meiner Druiden gerettet. Das könnten wir euch niemals zurückzahlen, Rotmec. Ihr habt meinen Dank, sowie den Dank der Expedition. Das ist, weil wir den Druiden bei den Feen da gerettet haben. Jetzt kriegen wir hier einen alten Hammer, den wir nicht brauchen können, aber danke trotzdem. So, wir schauen uns die Seelen der Zangermarschen mal an. Hier als kleines Vögelchen. Als Falke. Also, wir machen hier eine Rundtour und wenn wir die dann fertig haben, dann gehen wir noch rauf beim Sumpfrattenposten, denn da können wir auch jede Menge Quests noch abgeben, bevor es dann weitergeht. Wir haben in den Wäldern von Terrorka Hammer einige Quests, aber da kommen wir noch lange nicht hin. Wir müssen erst einmal hier unten natürlich alles fertig machen in den Zangermarschen. Da ist noch kein einziges Kapitel abgeschlossen, aber es sind so alle ein bisschen angeteasert, die Kapitel. Ja, wir haben jetzt auch hier Behüterin Leschao, die wir besuchen müssen. Hier haben wir Bericht von Schattenjäger Denjai, den wir abgeben dürfen. Also das gibt schon jede Menge noch zu tun. Werden wir sehen. Aber ich denke mal, hier Zuflucht des Szenarios haben wir jetzt schon relativ viel getan. Und auch beim Rattenposten, beim Sumpfrattenposten, werden wir wahrscheinlich nicht mehr allzu viel machen müssen, so dass wir weiterziehen können ins Landesinnere Richtung Westen. Ich bin gespannt und von den Quests her, wir haben immer noch eine Quest offen für hier die Sklavenunterkünfte. Werden uns vielleicht beim nächsten Mal anmelden und mal schauen, ob wir da reinkommen. Momentan haben wir mitten am Nachmittag, ich denke, da werden wir sowieso keine Gruppe finden. Also werden wir da noch abwarten. Wir haben noch eine längere Zeit, die wir hier in den Zangermarschen verweilen werden und nutzen dann die Zeit auch, um die Instanzen zu machen natürlich. So, dann haben wir hier noch Wälder von Terrorka, haben wir zwei Quests, die wir dort abschließen müssen oder sollten. Lord Klack. Ja, der ist aber noch hier auf dieser Seite der Zangermarschen. Also den müssen wir dann auch noch besuchen. So, machen muss ich glaube ich nichts, ne? Ich muss nur erkunden und das erkundet von selber. Also wir warten einfach mal, bis der Vogel wieder zurück ist und es dann heißt, danke, hat funktioniert, alles gut gemacht. So wie jetzt, Arbeit abgeschlossen. Also zurück geht's zum Posten des Szenarios und dann werden wir da mal von unserer Besichtigung berichten. Wir haben gesehen, da ist eine Pumpe mitten im Wasser. Elun sei mit euch. Sei gegrüßt, Rotmec. Es ist so, wie ich dachte. Die Naga haben Pumpstationen an allen größeren Seen in den Zangermarschen errichtet. Wenn die Marschen weiter existieren sollen, müssen sie aufgehalten werden. Ich kann nicht verstehen, warum die Naga ihren eigenen Lebensraum einwässern wollen. Ich weiß aber sicher, dass wir sie aufhalten müssen. Diese Samen tragen die Wut der Erde in sich. Bringt sie zu den Dampfpumpen, die von den Naga betrieben werden, und benutzt sie bei den Steuerungen.
die Ranken, die aus den Samen wachsen werden, so dick sein wie euer Arm und so stark wie Eisen sein, Rodmack. Stellt das Gleichgewicht wieder her, das die Naga zerstört haben. Machen wir! Natürlich! Selbstverständlich! Dann gehen wir da runter, machen erstmal die Steuerkonsolen. Wenn wir die haben, können wir da runter gehen und Lord Gluck töten. Dann haben wir nämlich hier auch alles erledigt. Und dann gehen wir wieder rauf. Dann können wir auch noch hier oben die Quests auch noch abgeben. Weil ich denke, wir sind dann fertig mit der Zuflucht. Wahrscheinlich. Gehe ich mal davon aus. Hoffe ich. So, um das noch auszuführen. Da oben fliegt eine Elfe auf ihrem Drachen. Da unten fliegt ein Ork auf seinem Phönix. Ja, so ist sie, die Welt von Azeroth. Oder der Scherbenwelt. Ja. Momentan. Da ist die Pumpe. Die Pumpe Nummer 1. Die wir jetzt einsudeln. Oder besudeln. Wovon werde ich denn beschossen hier? Wer beschießt denn bitte den guten alten Rodmack? So, und ich muss tatsächlich hier noch zwei töten, damit ich hier ein bisschen Platz kriege. Und wir haben mal wieder den Wutbalken. Ja, ich habe zwischen der letzten und dieser Aufnahme musste ich WoW mal ein bisschen abschalten. Und jetzt haben wir den Wutbalken wieder. Beim ersten Kampf hier, ne? Das ist halt auch Wahnsinn. So. Ist deponiert. Oh. Da ist ein Gegner. Ah, da ist die Steuerkonsole. Ich sehe schon. Müssen wir also da anheften, die Samen. Und dafür müssen wir wahrscheinlich den da drüben auch noch töten, habe ich das Gefühl. Oder funktioniert das? Das scheint zu funktionieren. Alles klar. Jetzt kriegen wir hier trotzdem noch Besuch. Aber nur von einem Einzelnen. Der ist natürlich kein Problem. Der wird hier gerade extrahiert. Ja, komm. So. Sag ich doch. So, wir müssen sowieso, jetzt gehen wir noch da runter, erst noch Lord Gluck töten, bevor wir uns dann um die restlichen Sumpfpumpen kümmern. Ja, der Balken, der Wutbalken dürfte verschwinden. So ist verschwunden. Der kommt auch nicht mehr wieder, hoffentlich. So wie wir es halt gewohnt sind. So, wo ist denn hier der Klack? Das müsste in einer Höhle sein. Da ist die Höhle. Dann gehen wir da rein und suchen uns den guten alten Klack. Hab ich Schlachtruf? Ja, mach ich nochmal neu. So. Abbauen geht da natürlich nicht. Ja, aber die Schulterplatten sehen schon besser aus als die alten. Muss ich da auch noch von denen töten? Muss ich nicht nur den Klack töten, sondern auch von ihnen hier? Oh ja, und nicht zu wenig. Nicht zu wenig, Freunde. Naja. Dann machen wir das halt auch noch, ne? Ist ja kein Problem. Wir haben ja die Zeit und wir haben die Kraft, um das zu tun. Also tun wir das. Und zwar alle töten wir. Alle. Ja, da gibt es keine Ausnahmen. Was wir sehen, das wird gemoscht. Moschen. Na gut. So, da oben mal schauen. Ich weiß nicht, der Boss könnte eventuell irgendwo anders sein. Den Boss müssen wir natürlich auch töten dann. Schauen wir mal. Wir kämpfen uns hier einfach mal durch. Und schauen, was uns hier alles sich uns in den Weg stellt. Weil die sind ja eigentlich kein Problem. Ihr seht's, die fallen relativ zackig. Also problematisch ist das hier nicht. Ja. Auch tot. Was haben wir denn alles gekriegt? Erstklassiger Mana-Trank und unbekannte Pflanzenteile. Ja, diese Pflanzenteile sind natürlich super dann für den Ruf, wenn wir den Ruf hochbringen wollen. Ah, Lord Gluck ist da unten. Ich komme, mein Lieber, ich komme. Da bin ich und da sind auch deine ganzen Kameraden. Wie scheint. Und hier gibt es mal ein bisschen auf die Mütze und jetzt muss ich aufpassen. Ach du Scheiße. Muss ich tatsächlich richtig aufpassen. Oh, Alter. Alter, was ist denn da passiert? Ich wollte gerade den Heiltrank trinken und war da wohl ein bisschen zu spät dran. So ein bisschen, ne? Alter, Scheiße.
Das war so nicht geplant. Tut mir leid. Das war anders geplant. Ich dachte, ich könnte da runtergehen und die einfach mal töten. Aber nö, du. Nö, 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 nö. Gibt es nicht bei denen. Heißt, wir müssen hier nochmal durchgehen. Scheiße. Das wäre jetzt so ein bisschen peinlich. Ja. Klein bisschen. Und so unnötig einfach, ne? Das wäre so nicht nötig gewesen, dass ich da runtergehe, aber ich habe mich dazu entschieden und so war es dann, ne? Ich muss zuerst die Kleinen ins Visier nehmen, muss dann die zuerst töten, weil jeder Tod von denen gibt mir einen Siegesrausch. Und dann kann ich mich so über Wasser halten und am Ende dann den Big Boss auch noch weghauen. So sieht es nämlich aus. Wir haben 94% des Levels, also Level 67 wird gleich folgen. Level 67, Freunde. Wir kommen dem Ganzen hier immer näher. Und ich frage mich halt, wie es nachher weitergeht. Ne? Ich bin wirklich unschlüssig oder unsicher. Ich meine, hier die ganzen Gebiete, bis 80 sind sie. Okay, normalerweise wäre ja hier 60 bis 70. Und dann kam Eiskrone. Aber, also Nordend. Aber jetzt haben sie ja Nordend und die Scherbenwelt gleichgesetzt quasi. Beide von 60 bis 80. Und nach Eiskrone geht es weiter mit dem Kataklysmus, oder? Bin mir ganz sicher, aber ich glaube, da war Kataklysmus dann an der Reihe. Kann gut sein. Kann sehr gut sein. So, wir gehen jetzt aber erstmal hier hoch. Dann wäre ja Mist of Pandaria. Und dann wäre die Eiserne Horde hier. Wie hieß das? Wie hieß die Erweiterung denn wieder? Die Eiserne Horde? Nee. Keine Ahnung. Aber ihr wisst schon, welches Addon ich meine. Und dann kam BFA, oder? Ich bin mir überhaupt nicht mehr sicher. Gar nicht mehr, Freunde. So, und er hat hier seine ganzen... Ja, super. Jetzt liegt natürlich meine Leiche. Entschuldigung. Meine Leiche liegt natürlich da mitten im Getümmel. Muss da schauen, dass da möglichst weit weg davon kann. So, mit einem komme ich schon klar. Das ist kein Problem. Den hauen wir hier weg. Das ist nicht das Problem hier. So, der ist weg. Dann mal Schlachtruf wieder benutzen. Wir können auch mal hier die Schriftrollen benutzen, wie die Beweglichkeit zum Beispiel. Wir können auch mal was essen, damit wir hier ein bisschen Ausdauerbuff kriegen. Ja, alles nutzen, was wir haben. Dann machen wir hier auch erstmal noch ein bisschen Platz. Ja, der Segen ist natürlich jetzt auch weg. Verdammte Axt, all meine Attribute waren ja noch erhöht. Heißt, ich muss mir den Segen dann nochmal holen. Das mit dem Zauberschaden, das bringt mir nicht so viel. Aber der zweite Segen, da wo es halt darum geht, die Attribute zu stärken, vom Segen des Uhrturms, ja, das wird mir wieder was bringen. Das hole ich mir dann nachher auch wieder ab. So, aber jetzt erst einmal hauen wir die da alle weg. Habe ich denn das hier neu gesetzt? Ah, die Falkenwacht. Verdammt. Da wollte ich natürlich nicht hin. Ich muss dann den Ruhestein noch neu setzen. Heißt, ich muss mich da rauskämpfen nachher. Ach du meine Güte. So, aber bevor wir uns da irgendwo hinkämpfen. Ah, der Big Boss kommt hier nicht mit. Doch, der Big Boss ist hier mit dabei. Okay, aber der eine ist schon tot. Lord Clark muss noch warten. Der zweite ist auch tot. Jetzt ist er dran, der Lord Clark. Jetzt können wir den hier weghauen und ist auch kein Problem mehr, ne? Ist auch gar kein Problem, wenn man es ein bisschen taktisch angeht, das Ganze. So, der Laurara. Laurara kommt auch weg. Dann gehen wir hier wieder zu Fuß aus der Höhle raus. Müssen noch ein paar von diesen Bestien töten auf dem Weg nach draußen. Was brauchen wir denn noch alles? Ja, sehen wir hier natürlich nicht, ist super. Wir brauchen von den Laurara noch drei. Ich muss näher ran. Dann gibt es noch die Gräber, ne? Und die Gräber, von denen brauchen wir auch noch drei, so wie es scheint. Werden wir gleich sehen. So, hier noch zwei. Da brauchen wir alle. Brauchen wir nur noch einen von den Gräber. Haben wir also bald abgeschlossen. Zumindest die. Ja. Dann sind es nur noch die da drüben. Die Laurara. So, komm. Angriff.
ist die beste Verteidigung. Wir helfen hier noch diesem Sporling. Ja, zu spät. Was ist denn das hier? Was ist denn das bitte? Eine kleine Kiste. Kann ich die öffnen? Ah, das sind die Habseligkeiten. Stimmt, die muss ich auch noch finden. Und da habe ich sie. Das war jetzt Glück. Das war jetzt Glück. Stimmt, die Habseligkeiten. Da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Ich dachte, das sei eine Quest für die Zange, für die Wälder von Terrorka. Aber nee, das ist ja auch noch hier. Puh, Freunde. Ich wäre jetzt tatsächlich hier einfach rausgegangen, ohne seine Habseligkeiten. Hätten wir nochmal hingehen müssen. Haben wir jetzt nochmal Glück gehabt. Das Glück ist mit den Dummen. So sieht's nämlich aus. So. Alle drei getötet und wir haben die Arbeit abgeschlossen. Ihr habt's gehört. Wir haben die Quests somit beendet und können die Höhle verlassen, wenn ich denn den Ausgang dieser Höhle wieder finde. Der müsste ja da draußen sein, ne? Ach du Scheiße. Kann ich hier, ich kann doch hier rüberspringen. Ah, diese Seite. Lang kann ich gehen. Rüberspringen geht leider nicht, weil, ne, Abklingzeit hier auf heldenhafter Sprung. Müssen wir uns halt durchkämpfen. Naja, gibt Schlimmeres. So. Der hat uns gar nicht angegriffen da drüben. Der hätte uns auch angreifen können. Aber der geht lieber auf die Sporlinge. So, ist auch nicht mein Problem. Ein paar Sekunden bewegungsunfähig und dann geht es raus aus dieser Höhle hier. Diese stinkende, schmachtige Höhle. Und dann müssen wir auch noch die Pumpen hier weiter mit Ranken verseuchen quasi. Damit die Wasserpumpen nicht funktionieren. Bevor wir dann zurück können ins Lager von Szenarios. So, da links ist der Ausgang. Da werden wir uns gleich hinbewegen. Erst aber noch dieser Gräber hier wegmachen. Da ist er weg und wir gehen raus in die Freiheit. An die frische Luft. Das riecht besser hier draußen. Als da bei diesen Sumpfmonstern. So, aufgestiegen und abgeflogen. Und jetzt müssen wir hier noch einen Steuerknüppel kaputt machen. Mit unserem schönen Jadepanther. Und ich bin gerade richtig froh, haben wir die Habseligkeiten noch gekriegt. Weil das hätte mich jetzt richtig schön angekotzt, zurückzugehen und dann dazu hören, dass ich nochmal zurück muss, weil ich nicht alles gemacht habe. Wäre dann doof gewesen. So, aber ihr seht es auch wieder da. Wir haben jede Menge Quests wieder abzugeben. Also wir kommen gut voran, Freunde. Wir kommen sehr gut voran. Und Level 67 ist nur noch eine Frage von ein paar Sekunden. Ja, vielleicht noch ein paar Minuten. Und dann haben wir auch Level 67 erreicht. Was ja kein Talentpunkt mit sich führt. Mal schauen. Talentpunkte. Ab 75 gibt es die nächsten. Ne? Haben wir dann Spalten, Kriegsbrecher oder Kollateralschaden. Muss ich mich noch damit beschäftigen. Ich weiß noch gar nicht, was die alle können. Also Spalten ist eigentlich klar. Spalten ist ein Angriff, der auch auf mehrere oder beziehungsweise zwei Ziele geht. Aber die anderen Dinge kenne ich nicht. Wenn Spalten gab es ja früher standardmäßig, ne? Als Krieger hatte man standardmäßig mit dabei als Talent. Oder als Fähigkeit, besser gesagt. Was war das denn jetzt? Was war das denn jetzt? Wieso hat das so laut gerumst hier? Naja, egal. Wir besamen hier die Lagune. Die Steuerung der Lagune. Und gehen weiter zur nächsten Besamung. Ja, das können wir. Steuerknüppel besamen. Klingt doof, ist aber so. Gut, da drüben. Jetzt sind die beiden Flaggen wieder auf weiß. Ich wollte ja da eigentlich mal eine Flagge einnehmen. Um zu schauen, ob wir da einen Bonus kriegen. Aber ich glaube, den Bonus... Ah, hier haben wir ihn. Segen der Zwillingsspitze. Das ist, weil wir die beiden Türme haben, ne? Segen der Zwillingsspitze erhöht den verursachten Schaden um 5%. Ist nicht schlecht. Aber die Flagge, die muss man, glaube ich, dann packen. Die Flagge muss man sich nehmen und drüben dann zum Turm bringen. Ich glaube, so irgendwie ging das, ne? Hat aber auch keiner gespielt so richtig, ne? Dieses PvP, diesen PvP-Modi. Irgendwie ist es auch so,
Blizzard hat da was reingepackt, aber niemand hat es so richtig verstanden, irgendwie. Oder wollte es nicht spielen. Vielleicht auch einfach so. Gut, der Naga hier, der hat sich mir in den Weg gestellt. Das war sein größter Fehler. Und auch sein letzter. Und da haben wir eine Quest bekommen, danke. Die Pläne, die ihr bekommen habt, zeigen ein unterirdisches System von Rohren und Pumpen, die die Seen in der Umgebung mit dem Schlangensee verbinden. Wenn die Pläne korrekt sind, muss es einen riesigen Ablauf am Grund des Schlangensees geben. Bestätigt dies und bringt die Neuigkeiten zur Zuflucht des Szenarios. Jetzt muss ich das noch bestätigen, indem ich da mich reinzwänge oder was? Ja, muss ich wohl. Da muss ich wohl noch runtergehen, einmal abtauchen. Da, wo die Instanzen sich dann alle befinden. Aber vielleicht reicht es auch, wenn ich oben drüber fliege. Vielleicht reicht es, wenn ich das nur sehe. So, hat immer noch nicht gereicht. 98% haben wir. Das reicht noch nicht für ein Level Up. Und ja, jetzt müssen wir noch in diese Richtung gehen. Und hier den Steuerknüppel holen. Ja, und ich hätte am besten... Ja, ich hätte den Ruhestein setzen sollen. Ich Trottel. Ah, ja. Okay, müssen wir dann wieder alles zurückfliegen, ne? Und so schnell fliegt er auch nicht. So, da oben haben wir Schergrat. Ja, sehen wir hier die Speerspitzen von Schergrat. Hab ich, ehrlich gesagt, noch gar nie richtig gequestet da. Hab ich immer übersprungen. Weiß nicht, ob mir das gefallen würde. Werden wir es sicherlich auch machen müssen, dürfen, können. Aber ob das mir gefällt, ich kann's noch nicht sagen. So, da unten geht's dann lang zu den Instanzen. Aber wir haben die Sache bestätigt mit der Pumpe. Heißt, wir gehen jetzt hier einfach mal weiter zur letzten Steuerung und werden die noch besamen. Ja, der Schergrat. Ich weiß, da drüben gibt es Ogre und Goblins und so, ne? Aber irgendwie ist es so nie das Gebiet gewesen, wo ich mich länger aufgehalten habe. Schergrat, sehr speziell. Nethersturm, natürlich ein Gebiet, da wird man längere Zeit verweilen. Auf was ich mich aber freue, ist vor allem hier Nagrand. Ja, ein ganz schönes Gebiet. Und auch Shadrath. Nicht Shadrath, was sag ich denn hier? Wälder von Terrorka. Oder wie heißen die? Terrorka. Doch, Terrorka. Ja, dann haben wir hier noch das Schattenmundtal, das ist auch ein sehr spezielles Gebiet und auch dieses Reittier hier kann man sich dort besorgen und ja, muss halt einfach farmen, Ruffarmen und dann kriegt man diesen schönen Onyx-Drachen, onyxfarbenen Drachen der Netherschwingen. Ein sehr schönes Flugtier, wie ich finde, war ich sehr stolz damals, als ich das bei Van Buren Crusade geholt habe. Da gab es auch noch nicht so viele, die das hatten damals. Heute ist es ja ein bisschen leichter, da den Ruf hochzubringen. So. Was will dieser Dampfpumpenvorarbeiter? Er will nur ein bisschen nerven und dann sage ich danke. Ich mache hier mal ein bisschen was ran hier. Und dann verpiesele ich mich wieder. Und wir fliegen zurück zu den beiden Posten da. Und ich werde jetzt hier keinen Stopp machen. Denn wir werden diese Quests hier erst annehmen, wenn wir denn hier hinkommen. Denn sonst wird das hier nie enden da drüben. Ne? Zuerst den Osten fertig machen. Und dann werden wir hier den mittleren bzw. westlichen Teil der Zangermarschen abschließen. Ich bin auch gespannt, wie viele Kapitel ich hier mit den beiden Dingen abschließen kann. Ich denke mal, drei Kapitel sollten hier abschließbar sein. Dann gibt es sicher ein Kapitel hier für die Sporeganer hier. Und ein Kapitel für Zabrajin. Aber ansonsten keine Ahnung. Das ist hier Allianzgebiet. Glaube ich zumindest. Oh, werden wir dann sehen. Aber erst einmal zurückfliegen hier auf unserem schönen Drachen. Ich muss es auch mal richtig schön sortieren hier. Ich habe das standardmäßig eingepackt, dass ich halt hier die ganzen... Level Up. Sehr schön. Level 67. Und wow, da hat es was freigeschalten. Do. Die zerschmetterten Hallen. Dann die Dampfkammer. Schattenlabyrinth.
die Mechana, die Botanica, Turm Utgarde, das Oculus, Hallen der Blitze. Ja, da haben wir einiges freigeschalten. Ganze Instanzblöcke quasi. Ja, was ich sagen wollte ist, ich muss hier mal bei den Reittieren, habe ich da ein paar auf ein Ding gesetzt, ne, Favoriten. Und wenn ich das hier benutze, kommen einfach die Favoriten, die Lieblingsreittiere kommen dabei raus. Aber ich habe ja noch ganz viele mehr. Und ich werde da dann wahrscheinlich mal einfach ein Ding machen, dass ich von allen irgendwie eins kriegen kann, ja. Es sind ja so viele. Sind halt auch bei manchen immer die gleichen, ne? Zum Beispiel diese Schildkröten. Das ist halt einfach nur eine andere Farbe, aber tausendmal das gleiche, den gleichen Skin. Ist halt auch nicht so interessant, ne? Ich glaube, ich erweitere einfach meine Favoritenliste, damit wir hier noch ein bisschen mehr Abwechslung haben. Aber alle auf Favoriten setzen, das werde ich dann doch nicht, weil von jedem Vieh reicht ja eins. Wir müssen ja nicht in jeder Farbe das Vieh auch drin haben. Ja, und ich habe schon relativ viele aus Favoriten gesetzt, wie ihr sehen könnt. Alle, die hier mit Sternchen sind bei den Favoriten drin. Was haben wir denn hier noch? Am Albino-Drachen. Ja, der kommt zu den Favoriten natürlich. So, was haben wir denn hier? Der Zeppelin von Ogrima. Ja, auch der ist natürlich... Hallo, Favorit? Das ist ein Favorit? Wo bin ich denn? Wo muss ich denn hin? Ja, ich bin schon in der Nähe. Okay. Schauen wir mal, was haben wir denn sonst noch? Nee, das brauchen wir nicht. Das auch nicht. Der Drachen? Ja, aber sowieso nicht hier. Favorit. Der Blaudrache? Nee, das Albino haben wir ja. Da brauchen wir den nicht auch noch. Na gut, da muss ich mich mal dran setzen. Blauer Reitner. Ah, der ist aber auch cool, ne? Der ist von hier. Der ist von hier, der ist hier heimlich. Oh, ich wollte nicht aufsitzen. Ja, super. Siehste, hat der Robmech das wieder nicht im Griff. Ich wollte nicht aufsitzen, ich wollte ihn als Favoriten setzen. So. Und ah, jetzt haben wir das mal hier. Bin noch gar nicht damit geflogen. Auch cool. So. Abgeben. Die Göttin segne euch. Es ist also vollbracht. Die Marschen sind vorerst gerettet. Glaubt aber nicht, dass wir zum letzten Mal von den Naga gehört haben. Wir müssen unseren Feind im Auge behalten, während wir unsere Mission in der Scherbenwelt fortsetzen. Gute Idee. Welche Neuigkeiten bringt ihr, Rotmec? Die Naga haben den Schlangensee in einen riesigen Wasserablauf für den Rest der Zangermarschen verwandelt. Was haben sie wohl vor? Es war eine kluge Entscheidung, uns diese Neuigkeiten mitzuteilen, Rotmec. Wir werden eine Gruppe losschicken, um den Ablauf, den ihr gefunden habt, zu untersuchen. Bis dahin habe ich eine andere Aufgabe für euch. Oh, das gibt hier ein neues Cape. Und ja, das kann ich auch tragen. Das ist besser als das bisherige, ne? Also nehmen wir das Ganze und ziehen uns das an. So, ansonsten Warnung an den Zirkel des Szenarios. Moment. So. Die Expedition des Szenarios ist zu einer großen, fast selbstständigen Organisation geworden. Die Vorgänge hier sind so wichtig, dass wir den Zirkel des Szenarios warnen müssen. Keine Sorge, ich werde euch nicht bitten, zur Mondlichtung zurückzureisen. Es gibt Abgesandte des Zirkels auf der Höllenfeuerhalbinsel. Ah, jetzt muss ich wieder zurückgehen und da, warnen, okay. Bisher ist es uns nicht gelungen, die Naga in der Dampfkammer, wo sie ihre Pumpenzentrale befinden, aufzuhalten. Zum Glück versucht die Expedition, die ich ausgesandt habe, das zu ändern. Würdet ihr euch in die Dampfkammer begeben und Behüterin Yang eure Hilfe anbieten? Geht in die Dampfkammer, also die nächste Instanz, ne, ist die Dampfkammer ist eine Instanz. Da können wir uns jetzt auch anmelden. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ihr seht, es geht alles in die richtige Richtung. So, jetzt können wir hier noch weitere Quests abgeben. Machen wir das doch auch noch. Zum Beispiel haben wir hier zum einen Rettung der Sporlocks. Gut, diese Marschenbiester haben kein Recht, das Zuhause der Sporlocks zu überfallen. Es wäre besser, wenn diese Tiere lernen würden, in Harmonie zu leben. Aber wenn das nicht geht, müssen wir uns eben um die Situation kümmern. Hier, bitte nehmt etwas hiervon als Dank für eure Hilfe. Die Göttin schütze euch. So, einen neuen Helm kriegen wir.
3 Stärke mehr, 3 prismatische Sockel, 6 Rüstung und 4 Ausdauer. Nehme ich gerne an, wir haben jetzt also Sockel drin. Ja, der Helm sieht nicht unbedingt geil aus, aber wir haben Sockel drin. Heißt, wenn wir jetzt Edelsteine finden, dann können wir die da mal reinsetzen. Habt ihr meine Habseligkeiten gefunden, Radmack? Die Höhle ist nicht weit von Ubrafin entfernt, nahe an der Grenze zu Nagrand. Meine Sachen! Sie sind alle da. Ich danke euch, Radmack. Wie versprochen, dürft ihr euch etwas von den Dingen aussuchen. Ich habe nicht viel anzubieten, aber mein Volk hat schon immer das Wenige, was wir hatten, geteilt. Nun geht. Ja, das ist auch gut. Gibt eine Stärke mehr, 2 Ausdauer und 3 Rüstung mehr. Ein kritischer Trefferwert weniger, aber wir nehmen das gerne an. Dankeschön. So, wir rüsten das also ganz gut neu aus hier. Ihr wollt sprechen? Ihr habt meinen Dank, Rotmack. Und den der Behüter. Sie werden sich freuen zu hören, dass sie ihre Arbeit im Süden ohne Angst vor weiteren Angriffen fortsetzen können. 3 Gold 70. Danke. Rettung der Sporlocks. Ist abgeschlossen, also das erste Kapitel haben wir hinter uns. Und Freunde, bevor wir jetzt hier eine Aufnahmepause machen, werden wir noch zurückgehen und den Zirkel des Szenarios warnen. Dann haben wir das nämlich auch abgeschlossen. Muss auch sein, ja. Ich hoffe jetzt, da gibt es nicht noch Folgequests, dass wir hier auf der Höhlenfeuerhalbinsel noch verweilen müssen. Ich denke aber, nö, wird es nicht geben, ne? Gehe ich davon aus, jetzt habe ich schon wieder vergessen, den Ruhestein zu setzen. Das ist halt auch Wahnsinn. Das ist halt auch Wahnsinn. Naja, wir werden jetzt erstmal mit dem Zirkel des Szenarios sprechen und mal schauen, was sie zu der ganzen Situation meinen. Ja, da muss ja auch irgendwie eine Meinung vorhanden sein. Irgendwo, irgendwie, irgendwann, ne? So, mit meinem grünen, schönen Drachen. Das ist schön. Schön, schön, schön. So, was meinst du? Wie darf ich helfen? Das sind schlimme Nachrichten, die ihr mir hier über die Naga in den Zangermarschen bringt. Es war sehr klug von Isiel, uns darüber zu informieren. Sie hat nicht vergessen, dass die Expedition nicht ohne die Unterstützung des Zirkels existieren kann. Es gibt eine Folgequest. Nein. Kehrt zu Isiel zurück und gebt ihr Bescheid, dass sie so bald wie möglich weitere Hilfe erhalten wird. Unsere Mitglieder waren bis jetzt mit Angelegenheiten in der Mondlichtung und in Silithus beschäftigt, aber wir werden unser Bestes tun, um die notwendigen Mittel zur Zuflucht des Szenarios zu schicken. Die Göttin schütze uns. Okay, hat sie uns wieder zurückgeschickt, ne? Das ist natürlich auch schön. Da heißt hier, die könnten einfach mal mit einem Handy telefonieren hier miteinander, ne? Es gibt ja auch Goblins und Gnome, die machen sowas. Die haben ganz bestimmt irgendwelche Telefonate schon erfunden. Oder, ne, es gibt so viele Möglichkeiten. Ihr könnt Brieftauben schicken, Freunde. Aber nee, ihr schickt die dicke, fette Brieftaube Rotmack, die einfach mal hier hin und her soll und den Nachrichtenboten spielen, ja? Sowas nervt mich, Freunde. Sowas nervt mich. Es ist unnötig. Einfach, ne? Einfach unnötig. So. Aber ist egal. Haben wir jetzt gemacht. Wir geben jetzt die Sache noch ab hier, damit die alle schön beruhigt nach Hause gehen können. Damit die wissen, da kommt bald Hilfe nach. Ich gehe mir noch ganz kurz hier noch den Buff abholen. Wo ist er denn? Wo ist der Typ hin? Läuft er hin und her? Das Urturm? Aha, der läuft hin und her, der Typ. So, ja, gib mir doch mal... Danke. Gib mir deinen Segen. Dankeschön. So, kann ich hier noch... was ist denn das hier? Ja, Kochkunst immer noch. Aber ich kann ja da Sachen verkaufen, damit wir da auch wieder Platz haben in unserer schönen Tasche. Oh, nicht wenige Sachen, die wir da verkaufen können. Dann geben wir hier mal die Quest ab. Seid gegrüßt. Euer Anblick ist mir sehr willkommen, Rotmack. Die Lage in der Zuflucht des Szenarios hat sich verschlechtert, seit ihr vorgegangen seid. Ah ja? Echt? Mögen euch die Sterne leiten. Trockenlegung der Marschen. Okay, hat sich erledigt. Haben wir jetzt also schon 2 Kapitel erledigt. Und beim nächsten Mal werden wir hier nach oben gehen und bei den Sumpfrattenposten hier auch noch ein paar Sachen abgeben und vielleicht denen auch noch
oder das Kapitel auch noch abschließen können. Das soll es gewesen sein für heute. Danke vielmals fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten auch gerne natürlich Kommentare da lassen und abonnieren nicht vergessen, damit ihr auch kein Video verpasst. Bis zum nächsten Mal, euer Rotmack. Ciao.